Horido und Weidmanns Heil, liebe Freunde von Da Hunter, dem Jagdsimulator. Ich bin diese Woche hier auf Red Feather Falls unterwegs. Ja, zwei Wapiti-Weibchen, zwei Wapiti-Kühe konnten wir schon erlegen. Eine mit dem Revolver, eine mit dem Bogen. Und ja, jetzt wäre es eigentlich mal Zeit, dass ein Wapiti-Bulle kommt und wir zum Gewehr greifen können. Aber gerne darf es natürlich auch ein anderes Tier sein. Hauptsache, es kommt nun dann bald wieder eins. Denn mir juckt es in den Fingern. Ich bin heute blutrünstig, möchte viel erlegen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn dann dementsprechend die Tiere da auch mitspielen. Schauen wir mal. Jetzt sind wir bald hier an unserem Markierungspunkt angekommen und ich würde sagen, wir ziehen hier so in diese Richtung weiter, können dann vielleicht hier entweder zu diesem Wasserfall hochziehen oder wenn wir hier angekommen sind, dass wir sagen, wir ziehen hier etwas rüber. Und gehen hier in die Richtung. Ich habe auch Futter dabei, dass ich vielleicht mein Bärenfass nochmal auffülle. Und wir schauen, ob wir hier noch ein paar Bären und vielleicht Schwarzwedelhirsche schießen. Also schießen, erlegen. Wir sind ja Jäger, wir schießen nicht, wir erlegen. Ja. Bis dahin müssen wir aber hier erstmal noch an diesen zwei kleinen Seen vorbei. Bei sowas habe ich natürlich auch immer die Hoffnung, dass man da vielleicht irgendwie ein Tier antrifft, was dort zum Trinken war. Aber natürlich hier der Nachteil, das war mit dem, naja, ein richtiger Fluss ist es nicht, mit dem Bach, der dort langläuft. Natürlich auf der Map sowieso sehr viel Trinkgelegenheiten haben. Also von dem her muss das nicht zwingend sein, dass wir hier an solchen Seen dann auch wirklich was antreffen. Zumal natürlich auch die Uhrzeit ein bisschen entscheidend ist. Und ja, ich glaube so die Trinkenzeit, die kommt dann doch eher etwas später erst, so gegen 9, 10 Uhr, so in der Richtung, bevor es dann so, ja, so ab 12, 13 Uhr dann in den Wald geht, um Mittagsschläfchen zu halten. Und da haben wir ein Männchen drüben auf der anderen Seite. Wir werden auf jeden Fall schon mal antworten. Denn wir sehen ihn hier zwar noch nicht, aber wenn er uns da ein Stückchen entgegenkommt, dann haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir den auf dem Wasser antreffen und dort haben wir natürlich dann eine gute Sicht. Dort steht natürlich kein Baum, kein Gestrüpp im Weg. Und ja, wir sind schneller am Ufer dran. Wir werden natürlich jetzt nicht die Uferseite wechseln. Wir werden hier warten, bis der eben zu uns kommt. So, halten wir ein bisschen Ausschau. Wo ist denn ein schöner Platz, um sich hinzulegen und zu warten? Und ja, hier wäre doch eigentlich ein recht schöner Platz. Da haben wir kein Gras, nichts im Weg. Können dort rüberschauen. Nehmen wir auch mal das Fernglas. Können wir schon was erkennen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er noch nicht zu sehen? Sieht noch nicht so aus. Ah, da. 245 bis 415 Score. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht das große kapitale Tier, aber ist trotzdem ja auch schon was, was man jetzt nicht unbedingt laufen lassen muss. Wir machen hier noch mal den Tinnitus. Und ich werde hier doch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. So, und dann schauen wir noch mal. Wo bist du?
Da drüben bist du. Ja, du musst noch ein bisschen nach vorne kommen. Ja, genau. Ah, das Geweih sieht schon nicht schlecht aus. Also, da haben wir schon definitiv kleinere Geweihe geschossen. So, da steht er. Fällst du um? Fällst du um? Fällst du um? Nee, er fällt nicht um. Also, da werden wir ein bisschen suchen müssen. Na, kommt er wieder nach vorne? Da backt er irgendwie gerade ein bisschen fest und läuft im Kreis. Jetzt ist er darüber geschossen. Also, scheint jetzt nicht der optimale Schuss gewesen zu sein. Ärgert mich natürlich ein bisschen. So, nachgeladen hatte ich aber. Ja, gut, dann haben wir jetzt auch wieder ein volles Magazin. Und dann werden wir mal rüber gehen. Wir werden uns die Stelle suchen müssen, wo wir hier das Wasser überqueren können. Ah, hier sieht man an der Farbe, das ist überall noch zu niedrig, das Wasser. Da kommen wir nicht drüber. Da würde unser Jäger ersaufen, weil er nicht schwimmen kann. So. Aber ich schätze mal, da drüben, auch in der Nähe des Punktes, des Markierungspunktes, dass wir dort eine Stelle dann finden, wo wir drüber kommen. Ist natürlich ärgerlich. Ich habe noch versucht, extra hinter den Hinterlauf, damit die Kugel nicht im Bein, im Knochen stecken bleibt, beziehungsweise vom Knochen zu sehr abgebremst wird und damit eben nicht mehr so die große Wirkungswucht eben hat, also dadurch nicht mehr so stark in den Körper eindringt, nicht mehr so viel Schaden an den Organen zufügt. Aber vielleicht war es dann doch vom Winkel her ein Stückchen zu weit hinten und Herz haben wir da natürlich sowieso keine Chance gehabt. Aber möglicherweise haben wir dadurch da jetzt auch keinen Lungentreffer mehr hinbekommen. Zumindest ist er dafür relativ lang geflüchtet. Also wenn Lunge dabei war, dann war es nur ein Lungenflügel. So, ist auch ein Männchen, aber ein recht kleiner. Und gesehen, da war nur ganz, ganz kleines Hörnchen auf dem Kopf. Na komm, also das ist doch eigentlich, da müsste man doch drüber kommen können. Ja, jetzt hier geht's rüber. So. Ja, mit dem anderen Wapiti-Bullen würde ich sagen, den lassen wir da auch laufen. Der war ja eben definitiv jetzt nicht so groß, dass wir da jetzt die größte Anstrengung reinsetzen müssten. Zumal wir ja hier Nachsuche haben. Und Körpertreffer nur. Das ist natürlich dafür, dass ich ihn so in die Seite geschossen habe. Nicht schön, dass das jetzt nur als Körper gewertet wird. Das würde dann doch eher darauf hindeuten, dass wir dann doch nur Beinknochen getroffen haben und die Kugel gar nicht mehr bis zu den Organen durchdringen konnte. Aber wir schauen mal. Vielleicht ist auch nur dementsprechend hier jetzt das Blut so durchgekommen, aber er fällt trotzdem bald um. Müssen wir abwarten. Auf jeden Fall drei Waffen dabei, Tag 2 unterwegs und ja, alle drei Waffen schon zum Einsatz gebracht. So. Da irgendwo rüber. Ja, er ist da irgendwo im Kreis gerannt. Und ist dann darüber gezogen. Ist natürlich bei den Flüchtenspuren ist immer schwer,
dann auch wirklich die nächste Spur zu finden, weil die eben durchaus auch weit auseinander liegen. Da unten haben wir eine Spur, das könnte von dem Kreislauf noch sein. Aber ich werde sie mal analysieren, damit wir die auch schon mal mit aufgenommen haben. So, da ist er also so rum unterwegs. Na, von der Position, wo wir standen, könnte das sogar die Spur sein, die uns dann wirklich weiterführt in Richtung Tier. So, da geht's weiter. Oh, und ich muss, glaube ich, doch meine Grafikkarte etwas anders einstellen. Hier war gerade ein kleiner Ruckler. Ich glaube, ich muss hier die FPS etwas limitieren. Ah, da habe ich gerade einen kleinen Sprung drin gehabt. So, oh, wen haben wir? Ah, bleibt doch stehen. Wen haben wir denn da so nah vor uns? Ein Weibchen. Wenn sie mal stehen bleiben würde. Problem ist natürlich auch, je weiter die fortzieht, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, die auch nur zu verletzen. Nein, sie ist umgefallen. Gut. Haben wir uns die auch noch mitgenommen. Und das Ganze hat natürlich den Vorteil, die schreckt nicht mehr auf, weil sie uns sieht und verjagt uns dann die anderen Tiere. Die liegt auf die Entfernung, war der Schuss mit dem Bogen definitiv nicht schlecht. Also da habe ich nicht immer so viel Glück, dass das dann wirklich direkt zum Tode führt. Und wir haben definitiv dann auch noch einen erfolgreichen Abschluss in der Folge, denn ob wir den Wapiti-Bullen in dieser Folge noch finden, das wissen wir noch nicht. So, linke Lunge, rechte Lunge, sehr schön auf 42,4 Meter. Das ist also auch schon so, wo ich sagen muss, auf Wapiti ist das für mich mit dem Bogen schon ja so Maximum Entfernung. Denn ansonsten lässt halt einfach auch die Wucht des Pfeils vom Bogen einfach nach. Das heißt, ja, kratzt das Tier dann eben eher nur noch an und führt gar nicht mehr zu wirklich ernsthaften, schlimmen Verletzungen. So, der Wapiti hat sich scheinbar da beruhigt. Also auch daher gut, dass wir hier jetzt keinen lauten Schuss hatten, sondern mit dem Bogen schön leise, präzise, keine weitere Unruhe hier reinbringen. So, da hat er nochmal AA gemacht. Aha, und da gibt es auch, das könnte natürlich hier Wandermission oder das wird vermutlich die Wandermission sein. Gibt es hier auf der Map jetzt auch, habe ich zwar mal angewählt, habe aber noch gar nicht großartig weiter da geschaut, was muss man machen. So, da links habe ich vorhin gerade kurz was gesehen, aber ist schon wieder hinter den Bäumen verschwunden, war und auch noch ein paar Meter weiter weg. Und kann ich nicht sagen, war es ein Männlein oder ein Weibchen, es war definitiv Wapiti. Aber man konnte eben auch nur, ja, nur das Hinterteil sehen. Das wäre eine neue Spur da vorne. Ja, klingt natürlich verlockend, aber ich würde sagen, wir suchen unseren hier erstmal weiter. Das hat jetzt erstmal mehr Priorität. Aber die Spur führt so ein bisschen in die Richtung, wo ich das Hinterteil gesehen hatte. Also könnte der wirklich sein. Da vorne sehe ich doch was da. So, jetzt liegt er.
Und man hat schon gesehen, wenn er nicht gerade am Fressen war, dann hat man schon deutlich gesehen, dass hier der Kopf ein bisschen hängend war, also geschwächt war das Tier, was ich eher vermute, dass der nicht eben da gerade am Fressen war, sondern dass der einfach ja kurz Halt gemacht hat, durchschnaufen und eben den Kopf schon so durchhängen lassen hat. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall jetzt in der Folge noch bis dorthin. Und wir haben ja auch gerade geschossen, dann können wir auch mal aufrecht ein paar Meter laufen. Und ja, dann in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir als nächstes finden. Jetzt sind wir doch auch schon relativ nah in Richtung Bärenfass, sodass ich wirklich sagen würde, da können wir die Bären auf das Fass auffüllen. Denn ich habe ja hier, da sehen wir es, Bärenfutter dabei. Eins der Pakete, die es irgendwann mal als Entschädigung gab. Deswegen sind da in diesem ja, in diesem Eimerchen 200 Einheiten drin. Denn mit 200 Einheiten sind die ja nicht zu kaufen. Das war eben, wo es mal das Ganze als Entschädigung gab. So, hier haben wir nochmal missionstechnisch. Und da liegt er. Ah, und je näher man rankommt, umso schöner sieht das Geweih auch aus. Der war also wirklich nicht unbedingt verkehrt, was bei dem halt natürlich sehr, sehr schade war, dass wir hier zwei Schuss gebraucht haben. Das müssen wir sagen. Aber ansonsten, ja, doch. Mach mal weg das Ding da. So. Doch, sieht schön aus. Dann stellen wir uns mal hier hinten dran, analysieren das Tier. Ja, Körper und dann haben wir nochmal Hinterbein, Lunge und Halswirbel getroffen. 9 Minuten 24. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber 319er Score. Das ist schon in Ordnung. So. Dann stellen wir uns mal so rum hin. So wollte ich nicht. Ja, so machen wir das Bildchen noch ein Stückchen höher. So. Gut, und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.